Hi, hi, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute mal mit einem Glas Rotwein anstatt mit Kaffee. Wir haben es geschafft, wir sind in Italien. Machen wir es doch kurz und knackig. Oder man sagt auch Südtirol dazu. Ja, also ich weiß nicht, ob das schon als richtiges Italien zählt. Aber die einen sagen so, die anderen sagen so. Es ist so ein Mix, ne? Aber hier ist es auf jeden Fall sehr gut, um Italienisch zu lernen. Für David wäre das perfekt, wenn er hier leben würde, weil es steht halt immer alles auf Deutsch und auf Italienisch. Sau gut. Also ich kann schon Si sagen. Nein, sehr gut. Und Vino Rosso, das kann ich auch. Ja, auf jeden Fall habt ihr das gerade gesehen. Da wollen wir morgen hoch. Schaut mal. Genau da hoch. Ja, ich weiß nicht, ob wir da ganz hoch laufen. Ne? Also da hoch sind es 2500 Meter und irgendwie würde ich hier, das ist die Senseralm. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ja, und da geht ein Weg hoch, den wollen wir morgen nehmen, wenn es nicht regnet. Na, es hat jetzt 30 Tage nicht geregnet, für morgens Regen gemeldet. Aber auch nur zu 40%. Schauen wir mal. Wecker klingelt, Wecker ist gestellt auf jeden Fall, klingelt um 6. Wir machen jetzt die Flasche Rotwein leer und dann sehen wir uns morgen, ihr Lieben. Tschüssi. Jo, moin moin. Es ist bewölkt und regnet aber nicht. Wir sind irgendwie 3 Stunden später los als geplant. Woran das liegt, das weiß nur der liebe Gott. Es liegt auf jeden Fall nicht an der Weinflasche. Die haben wir gestern nämlich nicht geleert. Es geht auf jeden Fall Richtung Seisser Alm. Ich bin mal gespannt, wohin es geht. Geh mal hier der Fischerin hinterher. Wir sind hier und wollen nach Kompatsch. 9:55 Uhr sind wir da. Ja, das Wetter ist jetzt doch besser als gedacht und deswegen haben wir jetzt ganz spontan uns überlegt, dass wir jetzt doch nach Kompatsch fahren. Das ist das höchstgelegene Dorf an der Alm. Und habe ich das richtig gesagt? Okay. Und jetzt haben wir gar nicht gewusst, dass es überhaupt Busse gibt, die da hochfahren. Wir dachten, wir fahren mit Tingtong hoch, aber das wären nochmal ganz schön viele Höhenmeter gewesen und hatten wir nicht so Bock drauf, weil der hat schon hier hoch ganz schön geraucht. Und jetzt haben wir einfach hier mal an die Bushaltestelle einen Stopp gemacht, an der Bushaltestelle, und haben gesehen, dass da ein Bus hochfährt. Und jetzt fahren wir da einfach hoch. 25 Minuten. Ja. Also wir sind ein bisschen überrascht, es kostet 40 Euro. Mit der, man kann, also es ist genauso teuer wie die Seilbahn. Also wir zahlen, wir können dann mit der Seilbahn auch wieder runterfahren. Aber wir haben jetzt 40 Euro bezahlt. Scheibenkleister. Wir sind auf jeden Fall mega froh, nicht mit dem Auto hier hochgekommen zu sein. Wir haben zwar auch ein paar Camper gesehen, ne? Aber es war schon echt ein steiler Weg hier hoch. Dann sind auch 40 Euro, sind glaube ich gut investiert. Dürfen jetzt auch mit der Gondel nachher runterfahren. Aber jetzt haben wir uns einen schönen Wanderweg ausgesucht. Es ist auch ziemlich viel los, aber heute ist ja Feiertag. Ja. Und Ferragosto, 15. August. Genau. Da geht es hier rund in Italien. Und auch in den Bergen, sage ich euch. Also richtig viele Leute hier oben. Aber wir haben uns einen schönen Wanderweg rausgesucht. Der ist ein bisschen schwerer als die anderen und geht so 12 Kilometer. Vielleicht machen die Mehrheit den einfach. Auf jeden Fall richtig schön hier oben, ja, weil es ist total geil einfach. Vor allen Dingen haben wir auch eine richtig schöne frische Luft, weil unten, also auch Verona und sowas, da sind es ja immer noch über 30 Grad. Skippen wir mal die Hitze hier.
Ciao! Gude. Gude. Lecker. Ja, wir haben uns gestern schon ein paar Nudeln abgekocht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben uns verlaufen. Also. Wie immer. Wie immer. Niemals auf David hören, wenn ihr wandern geht oder so. Es ist halt sehr schlecht ausgeschildert, ne? Stimmt gar nicht, außerdem kann man voll auf mich hören. Nein, hört auf uns immer. Bist du sicher, dass es da lang geht? Ja. Ja, erstmal ja. Ja, aber es ist echt schlecht ausgeschildert. Wir haben gestartet mit Wanderweg Nummer 3, wandern auf Wanderweg Nummer 6, auf Wanderweg Nummer 7, dann irgendwann auf der 13, jetzt sind wir auf der 2. Gibt's nicht so, wo man sagt, es sind immer Wanderweg 13 Folgen. Von daher haben wir uns verstehe ich auch nicht. Verlaufen, dank mir, aber auch eine schöne Aussicht hier. So, und jetzt wäre es eigentlich ganz da hochgegangen. Auf 2300 Meter oder so. Und das wollen wir nicht. Das dauert zu lang, da kommen wir erst zurück, wenn es dunkel ist. Deswegen ja, machen wir jetzt hier Mittagspause und dann laufen wir eine andere Runde zurück. So, lass es dir jetzt noch schön schmecken, ne? Danke. Wir machen hier noch ein letztes Päuschen und dann wollen wir mit der Seilbahn wieder nach unten fahren. Gerade eben waren wir noch da oben und jetzt haben wir uns noch mal schnell umgezogen und frisch gemacht im Van und jetzt laufen wir noch mal nach Kastelruth rein
in das Café, wo wir schon vor 2 Tagen waren. Und ja, da essen wir jetzt lecker Eis, weil hier unten ist es richtig warm, viel wärmer als da oben. Und werden uns vielleicht nochmal eine Serie runterladen, weil wir dürfen da 1 Stunde WLAN ins Schnorren. Ja, weil wir haben noch kein WLAN, deswegen suchen wir auch genau. noch. Genau. Und noch eine SIM-Karte brauchen wir, genau. Und unser Internet ist sowieso super schlecht hier und wir brauchen noch eine SIM-Karte, eine italienische. Vielleicht finden wir auch noch eine, ganz spontan heute. Oh, wir sind angekommen. Zu Hause. Ja, 25.000 Schritte haben wir gemacht und sind jetzt auch fix und fertig. Haben jetzt auch schon zu Abend gegessen. Und ja, hier ist so ein kleiner Topf drin und hier liegt ein Handtuch. Das heißt Lappenwäsche. Heute ist Lappenwäsche angesagt, ja, weil hier auf dem Parkplatz können wir einfach nicht duschen. Wollen wir auch gar nicht. Das ist einfach zu viel los. Ja, und dann haben wir ja vorhin im Café Stranger Things, die 3. Staffel komplett runtergeladen und die schauen wir uns dann gleich an und dann sehen wir uns morgen wieder, da wollen wir nämlich zum Gardasee fahren. Aber nicht die komplette 3. Staffel. Nö, ich glaube nicht, wir pennen irgendwann mal ein. Jo, dann bis morgen. Willst du auf Englisch reden? Nee, auf Deutsch. Ich rede auf Deutsch, wir sind doch... Aber das ist doch nicht Deutsch, das ist doch Italien. Ja, ich weiß. Aber es ist doch Südtirol. Jo mai, grüß euch. Ist das noch da, Südtirol? Ich weiß nicht, ob Trient noch Südtirol ist. Ich kann mir das vorstellen. Bozen ist auf jeden Fall die Hauptstadt. Ich weiß aber nicht, ob es da aufhört bei Bozen. Ja, wie ist denn hier die Vorwahl von Italien, Schatz? +39. Da war doch jemand dran und hat sie aufgelegt. App. Oh, ehrlich? Okay, kein Bock mehr. Oh. Wir bleiben wohl für immer in Kastelruth. Okay, va bene, grazie lo stesso. E alla prossima, ciao. Mi anche dispiace, signora. Es gibt aber eine Möglichkeit und zwar heißt der Suchbegriff Parcheggio Camper. Habe ich das richtig gesagt? Parcheggio. Parcheggio Camper. Das sind kostenlose oder kostenpflichtige Wohnmobilstellplätze, wie man sie so kennt. Mhm. Also 5, 6 kleine Plätze, wo man sich dann hinstellen kann. Manchmal habe ich hier gesehen, kosten die 5 Euro, manchmal sind die kostenlos und man kann da Wasser auffüllen und entsorgen. Cool. Jo, ja. Wir fahren jetzt erst einmal Richtung Bozen und holen uns da eine SIM-Karte. Aber vorher machen wir nochmal kurz Stopp in einer Kaffee-Rösterei. Let's go. Man schmeckt den Tabak raus, finde ich so. Ist ja ein bisschen so Kuba, was drin ist in der Mischung. Man muss mal probieren. Ja, es war richtig nett. Also falls ihr mal hier seid, unbedingt vorbeischauen. Wir haben auch guten Kaffee mitgenommen und eine Kaffeeapotheke. Die Bohne für mehr Gesundheit. Da müssen wir uns noch mal ein bisschen schlau lesen und dann geben wir euch gute Tipps weiter. Also Kaffeeapotheke ist ein Buch, ne? Ah ja, genau. Ja. Ja, und das Ganze heißt Caroma Torrefazione Roastery. Ja, richtig süß. War richtig schön. So. So schnell ging das. Jetzt haben wir uns die SIM-Karte geholt, zahlen dafür 30 Euro im Monat und haben 200 GB frei. Das sollte reichen. Und das Unlimited-Paket gab es nicht. Das gibt es nur in Verbindung mit einem Vertrag.
Und wir haben jetzt unsere Community bei Instagram gefragt, ob die ein paar Tipps haben. Und es trudeln lauter schöne Tipps ein. Wir werden jetzt mal zu einem von diesen Tipps fahren, das ist gar nicht so weit von hier. Und dann schauen wir mal, wie es da aussieht und ob wir ein freies Plätzchen finden. Das ist cool. Also, 23 Euro zahlen wir hier für uns beide. Es gibt ganz saubere Duschen und Toiletten und wir haben einen richtig schönen Blick auf den Berg und es ist ganz klein. Es sind, glaube ich, nur 6 Plätze. 2, 4, 6. Und hier können wir auch Müll wegschmeißen, wenn es dringend notwendig ist, weil in Italien ist das nicht so einfach. Alle Mülltonnen waren einfach zu, egal wo wir hin wollten, und schleppen schon seit 3 Tagen unseren Müll hier rum. Ja, ich zeige euch gleich mal den Ausblick und dann gibt es ein kurzes Rezept. Und das war es dann auch schon für diese Woche. Ja, es gibt heute Pfannenpizza. Bleibt dran. Mit Vino. Zu Vino sag ich Nino. Ich sag zu Vino immer Wein. Für die Pfannenpizza Trockenhefe in einen Topf geben, mit lauwarmem Wasser und ein bisschen Zucker verrühren und 5 Minuten stehen lassen. Danach nehmen wir 300 Gramm Mehl und geben noch einen Schuss Olivenöl dazu, ein bisschen Salz und 150 Milliliter Wasser. Das Ganze wird wunderbar verknetet. Danach kommt das alles noch auf eine bemehlte Arbeitsfläche und wird auch nochmal schön kräftig durchgeknetet. So, wenn wir das gemacht haben, kommt das schön in den Topf und wird für eine Stunde ruhen gelassen. In der Zeit Pfirsiche, Eiswürfel und Wein in ein Glas füllen. Vorsicht, das ist sehr lecker. Dazu eine kleine Vorspeiseplatte mit ein bisschen Käse. Ist gut. Jetzt aber husch, den Teig nicht vergessen. Sobald er so fluffig aussieht, nehmen wir den Teig wieder aus dem Topf, bemehlen die Arbeitsfläche und machen 5 kleine Kugeln aus diesem Teig. Dann rollen wir das alles schön aus und geben das in eine Pfanne. Erst die eine Seite anbraten, dann die andere. Da haben wir eine selbstgemachte Tomatensoße mit Basilikum uns angerührt, ein bisschen Rucola, Paprika und Oliven drauf. Parmesan und Deckel drauf. Fertig ist die Pizza. Mmh. Boah. Unbedingt nachmachen, Leute. Richtig zu lecker. Richtig gut. Tschüss. Bis nächste Woche.